dass wir hier im Bundestag Frauen wie Britta Hasselmann haben, die vor Kriegsmüdigkeit warnen, oder wie die Ausschussvorsitzende Strack-Zimmermann, die den Krieg auf dem Schlachtfeld entscheiden will, ist ein schlechter Witz. Solche Durchhalteparolen im Stil des Frühjahrs 45 sind einfach nur eines: unanständig und dumm. Gott zum Gruße. Ja, alle Macht den Räten, oder? War schon die Losung des russischen Kommunistenführers Lenins, und der war ja wie kein anderer für Gewalt, Unterdrückung und Terror bekannt. Das wäre entweder ein Kriegsakt gegen Russland oder schlicht Terrorismus. Der Bundeskanzler hat sich festgelegt, er wird den Taurus nicht an die Ukraine liefern. Dass er dafür nach Monaten des Streits auf ein öffentliches Basta zurückgreifen muss, sagt viel aus über den Zustand der Koalition und noch mehr über den Wert seiner Richtlinienkompetenz. Ich bin der Kanzler und deshalb gilt das, sagte Olaf Scholz. Gut, Herr Bundeskanzler, dass Sie, Ihr Kabinett und die Deutschen daran erinnern, dass Sie Kanzler sind. Man merkt es nämlich nicht. In der Sache haben Sie recht. Der Taurus ist ein Waffensystem mit dem Potenzial, aus dem Krieg um die Ukraine einen Krieg in ganz Europa zu machen, einen großen Krieg. Dass wir hier im Bundestag Frauen wie Britta Hasselmann haben, die vor Kriegsmüdigkeit warnen, oder wie die Ausschussvorsitzende Strack-Zimmermann, die den Krieg auf dem Schlachtfeld entscheiden will, ist ein schlechter Witz. Diese Frauen haben weder die Fähigkeit, den Irrsinn ihrer absurden Forderungen zu erfassen, noch sind sie es, die ihre Enkelkinder an die Front schicken müssen. Solche Durchhalteparolen im Stil des Frühjahrs 45 sind einfach nur eines: unanständig und dumm. Meine Damen und Herren, vor 3 Wochen haben sich der Inspekteur der Luftwaffe und 3 seiner Offiziere abhören lassen. 4 Tage davor wiederholte Verteidigungsminister Pistorius noch sein Mantra der Kriegstüchtigkeit. Die Bevölkerung solle sich mit der Gefahrenlage auseinandersetzen. Das ist sie. Diese riesige Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit immer in der Ampelkoalition. Immer das große Wort führen, Kriegstüchtigkeit, aber nicht einmal den eigenen engsten Bereich unter Kontrolle haben. Der Abhörskandal hat einen enormen Schaden angerichtet. Der Inspekteur der Luftwaffe plaudert mal soeben deutsche Staatsgeheimnisse aus, Anzahl der einsatzbereiten Taurus, plaudert mal soeben Staatsgeheimnisse anderer Nationen aus, verdeckter Einsatz amerikanischer Militärberater in der Ukraine, plaudert dann munter weiter, wie deutsche Soldaten verdeckt den Einsatz des Taurus unterstützen könnte. Und alles in einem Ton, als ob es sich um irgendein Spiel handeln würde. Es ist diese Bundesregierung, die seit Antritt das große Wort von der Zeitenwende führt, sich aber nicht an die eigenen Regeln halten kann, das Rumquatschen nicht unter Kontrolle bekommt. Sie können es nicht. Und ihr zweiter Geheimdienst, der MAD. Was macht er eigentlich? Spionageabwehr ist es ja offensichtlich nicht. Und jetzt geben Sie ernsthaft Putin die Schuld, dass Russland das geheime Gespräch abgehört hat. Ihre Vorgängerin Merkel stellte vor x Jahren schon fest, dass selbst die Amerikaner uns überwachen. Abhören unter Freunden geht gar nicht. Doch, das geht. Bis heute übrigens. Und genau so hören die Russen ab und die Chinesen. Und die Aufgabe des MAD und des Verfassungsschutzes wäre es, Deutschland davor zu schützen. Aber das können die nicht, weil sie den ganzen Tag damit beschäftigt sind, die Facebook-Profile von Bürgern auszuschnüffeln. Das ist die Wahrheit.
Der Abhörskandal in der Bundeswehr offenbart wieder einmal den ganzen Dilettantismus dieser Regierung. Seit über 2 Jahren sehen wir dieses unwürdige Spiel. Es gibt da keine Reparaturmöglichkeiten. Diese Regierung gehört abgelöst. Richtig bleibt jedoch das erste Machtwort des Kanzlers, seit er im Amt ist. Nein zum Taurus. Bleiben Sie dabei, Herr Bundeskanzler, auch wenn Ihre Gründe dafür im Dunkeln liegen mögen. Gott zum Gruße. Ja, alle Macht den Räten, oder war schon die Losung des russischen Kommunistenführers Lenins, und der war ja wie kein anderer für Gewalt, Unterdrückung und Terror bekannt. Deshalb haben natürlich bei uns als Freiheitliche Partei sämtliche Alarmglocken geschrillt, als die Altparteien einen Sowjet, auf Deutsch einen Rat für Ernährung, eingesetzt haben. Wir sind ja zum Glück noch nicht ganz so weit von der Sowjetisierung der Bundesrepublik entfernt, aber werdet den Anfängen, und das, glaube ich, gilt hier umso mehr. Der Bürgerrat, nichts gegen die Bürgerräte, die haben gute Arbeit gemacht, aber der Bürgerrat ist kein demokratisches Gremium, weil er weder in unserer Verfassung vorgesehen ist, noch über Wahlen, wie jetzt das Hohe Haus hier, legitimiert ist, meine Damen und Herren. Und es zeigt sich auch darin, dass die ausgewählten Bürger nicht frei diskutieren durften, sondern von ideologisch handverlesenen Moderatoren beeinflusst wurden. Das hörst du jetzt gleich. Für die Auswahl der Moderatoren war wiederum die Lobbyorganisation Mehr Demokratie verantwortlich. Eine grüne NGO, meine Damen und Herren, mit einer Vorsitzenden, die sich selbst als Politikaktivistin bezeichnet, und einem Vorstand, der fast nur aus grünen Politikern besteht. Wen wundert es da also, dass die ausgewählte Hauptmoderatorin Jana Peters nicht nur Parteimitglied bei den Grünen ist, sondern 2021 sogar Vorsitzende der Grünen in Bad Wilbel und im gleichen Jahr auch die grüne Bundestagskandidatin war. Hauptberuflich arbeitet sie für das Beratungsunternehmen IFOG, welches, zufällig gibt es wahrscheinlich hier im Hohen Haus, ebenfalls an der Auswahl der Moderatoren für den Bürgerrat beteiligt war. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das erinnert mich irgendwann an den Greichen-Clan, das hat man ja schon einmal. Kein Wunder, dass sich die neuen Forderungen des Bürgerrats bei so viel grüner Diskussionsmanipulation fast 1:1 wie das grüne Parteiprogramm lesen. Da fühle ich mich ja dann wieder an den Kommunisten und SED-Parteiführer Walter Ulbricht erinnert, der sagte, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Sehr geehrte Damen und Herren, Deutschland braucht keine grünen Volkserzieher und vor allem keinen autoritären Staat, der bis ins Esszimmer hineinregieren und uns Bürgern vorschreiben will, was und wie viel wir zu essen haben. Mit uns ist diese totalitäre und freiheitsfeindliche grüne Politik jedenfalls nichts zu machen. Nur eine kleine Anekdote am Schluss. Die VW-Kantine darf nach dem kurzzeitigen Verbot und nun wieder Currywurst verkaufen und hat letztes Jahr mehr als 8 Millionen Stück verkauft. Neuer Absatzrekord. So sieht Ernährungsfreiheit aus und gibt mit uns immer, wird sie mit uns immer haben. Ein bisschen mehr Sachlichkeit. Das veröffentlichte Gespräch ist eindeutig. Die Führung der deutschen Luftwaffe hat offen darüber gesprochen, wie sie die Krimbrücke bombardieren und ihre eigene Beteiligung daran verschleiern kann. Dazu wurden mehrere Optionen durchgespielt. Man könne die Kommunikation offiziell über den Hersteller von Taurus laufen lassen oder die Briten bitten, zu helfen. Die Generäle wussten, dass sie hier über eine Kriegsbeteiligung Deutschlands sprachen, denn an einer Stelle sagte General Gräfe ganz deutlich, beteiligt ist beteiligt. Das Gespräch wäre nun weitaus weniger skandalös, wenn man im Rahmen einer NATO-Übung den theoretischen Angriff auf russische Ziele durchgespielt hätte. Aber hier ging es um etwas ganz anderes. Deutsche Offiziere haben sich im Casino-Stil oder besser noch wie Penäler in einer LAN-Party die Taschen vollgehauen, wie sie ein Ziel in Russland bombardieren könnten, ohne dass auf sie ein Schatten fällt. Das wäre entweder ein Kriegsakt gegen Russland oder schlicht Terrorismus. Denn weder Deutschland noch ein anderes NATO-Land wurde von Russland angegriffen. Kein westliches Land ist, so die deutsche Sicht, mit Russland im Krieg.
Daher gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder lügt die deutsche Regierung oder die Generäle haben Verrat begangen, indem sie offen gegen die Politik von Kanzler Scholz gehandelt und einen Angriff geplant haben, den er offiziell zumindest nicht will. Dass es diese konkrete Angriffsplanung gibt, sagt ein Teilnehmer auch ganz offen. Er habe sogar schon drei mögliche Anflugrouten der Taurus-Raketen zur Brücke durchgerechnet. Paragraph 13 des Völkerstrafgesetzbuches sagt dazu, mit Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren wird bestraft, wenn durch die Tat die Gefahr eines Krieges oder einer Angriffshandlung für die Bundesrepublik Deutschland herbeigeführt wird. Hier beginnt das Problem Pistorius. Deutsche Medien brauchten übrigens 14 Stunden, um das Offensichtliche einzuräumen. Pistorius behauptet am Sonntag, dass die Veröffentlichung des Telefonats Teil einer Desinformationskampagne Russlands sei. Aber, liebe Kollegen, was ist daran Desinformation, wenn Russland Tatsachen berichtet? Roderich Kiesewetter erklärte, der russische Präsident Putin betrachte den gesamten Westen als Feind und Kriegsziel, als wären es russische Generäle, die Angriffspläne auf deutsche Brücken ausgeheckt hätten. Hat also der Minister Angriffspläne ausarbeiten lassen, obwohl er die Haltung des Kanzlers dazu kennt? Pläne, die nach deutschem Recht illegal sind? Ein Blick in das Grundgesetz und den 2+4-Vertrag genügt. Oder wusste die Bundesregierung davon, wie verlässlich ist also eine Bundeswehrführung, die faktisch gegen die Befehle ihrer Vorgesetzten verstößt und obendrein unsere Verbündeten brüskiert? Auch wenn es viele in Berlin und auch Scholz selbst nicht hören wollen, Deutschland ist für den Kreml längst Kriegspartei. Warum? Wir erinnern uns, dass der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages schon im März 2022 ein Gutachten herausgegeben hat, ab wann wir das werden. Die Antwort ist sehr klar. Wenn Deutschland ukrainische Soldaten ausbildet oder wenn es Geheimdienstinformationen mit Kiew teilt. Beides tut Deutschland. Der polnische Außenminister Sikorski musste nach dem deutschen Leck zugeben, dass einige NATO-Länder bereits Soldaten in der Ukraine haben. Er sagte, und ich möchte den Vertretern dieser Länder aufrichtig dafür danken, dass sie dieses Risiko eingegangen sind. Aha! Er fügt hinzu, dass im Gegensatz zu gewissen Politikern nicht verraten wird, welche Staaten diese Soldaten in die Ukraine geschickt haben. Vielleicht erklärt das, warum laut russischen Angaben im Januar 60 Franzosen in Kharkiv getötet wurden. Was waren das für Soldaten? Ehrenlegion? Stück für Stück wird die Öffentlichkeit in Europa auf einen Krieg gegen Russland vorbereitet. Sikorski nochmals dazu. Der Westen sollte eine kreativ durchdachte und asymmetrische Eskalation durchführen. Aber die Kriegsteilnahme von offiziellen Soldaten aus europäischen Ländern würde Krieg mit einer Atommacht bedeuten. In Europa hoffen also offenbar Politiker, Russland so dazu bringen zu können, einen Mitgliedstaat anzugreifen, um den NATO-Verteidigungsfall ausrufen zu können. Die Generäle bestätigen all das im Plauderton. Großbritannien habe wegen der Sturmshadows Militärpersonal vor Ort. Zudem würde in der Ukraine viele Leute mit amerikanischem Akzent in Zivilklamotten herumlaufen. Sollte dies, liebe Kollegen, von deutscher Seite aus gewusst worden sein, hätte die Bundesregierung Bundestag und Öffentlichkeit belogen. Schlimmer noch, sie ließe Deutschland durch eine Mischung aus Dilettantismus und Realitätsverweigerung, wie die Berliner Zeitung schreibt, in einen großen Krieg hineinrutschen. In nur 2 Wochen haben sich die Ereignisse so zugespitzt, dass jeder die Gefahr nun sehen kann. Ich hoffe, dass es unter den europäischen Politikern noch welche gibt, die ihren Überlebensinstinkt noch nicht einer wertegeleiteten Kriegshysterie geopfert haben. Ein Verbleib von Verteidigungsminister Pistorius im Amt ist so dilettantisch wie alles von dieser Bundesregierung.